Namaste, kennt ihr das eh, wenn Menschen, die ihr gar nicht kennt oder die ihr noch nie gesehen habt, euch Ratschläge erteilen, am besten nur gute, und dabei nicht erkennen, dass ein Ratschlag ein Schlag ist, manchmal so ein Schlag, dass du einen Rat schlägst, und zum Zweiten, dass sie in einen scheinbar unsichtbaren Spiegel hineinsprechen und sich offenbaren. Es ist sehr schön zu erkennen und wahrzunehmen, wie um uns herum die Menschen immer offener, immer geheimnisloser, immer geradliniger, immer klarer und somit auch immer verantwortungsvoller werden, weil sie einfach gezwungen werden, die Verantwortung dafür zu übernehmen, was sie von sich geben und was sie ausstrahlen und warum die Dinge da sind, die da sind und doch für jeden irgendwie anders sind und sie jeder in seiner Art und Weise, in seiner Form, in seinem Terrain, in seiner bestellten Art und Weise erhält. Also das Leben ist im Prinzip wie ein großes Gasthaus und der liebe Gott ist der Wirt und die Erde ist die Köchin. Und alles, was wir so an den Tisch bekommen, haben wir bestellt, auch wenn wir es nicht treu erinnern können. Und darum ist wichtig, ein dankbarer, liebevoller Gast zu sein und Dinge, die wir vermeintlich nicht mögen, einfach dennoch zu kosten, um ein bisschen zu probieren, weil vielleicht ist ja da ganz eine neue Kreation drin, wie man Materie erleben kann. So lasst uns leben und uns jede Sekunde das Beste geben. So funktioniert es eben. Namaste.